Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal rund um das Thema Grundlagen der Tragwerksplanung. Mein Name ist Maximilian und im heutigen Video möchte ich das Thema statische Bestimmtheit mit Hilfe des Abzählkriteriums behandeln. Zu Beginn, was ist denn die statische Bestimmtheit überhaupt? Bei einem statisch bestimmten System entspricht die Anzahl der Lagerreaktionen der Anzahl der möglichen Bewegungsrichtungen des Systems. Was bedeutet das jetzt für uns konkret? Das heißt für uns, dass die Lagerreaktionen in unserem statischen System über Gleichgewichtsbedingungen lösbar sind. Kommen wir nun zum Abzählkriterium. Mithilfe des Abzählkriteriums können wir den Grad der statischen Bestimmtheit oder Unbestimmtheit bestimmen. Der Grad der statischen Bestimmtheit oder Unbestimmtheit lässt sich mit der hier dargestellten Gleichung bestimmen. Dabei ist n der Grad der statischen Bestimmtheit oder Unbestimmtheit, a die Anzahl der Auflagerreaktionen, p die Anzahl der Stäbe, k die Anzahl der Knoten und r die Anzahl der Nebenbedingungen. Wenn wir jetzt den Grad der statischen Bestimmtheit ausrechnen, so wie wir das gleich auch in einigen Beispielen sehen werden, dann erhalten wir für eine Lösung der Gleichung mit dem Wert 0, dass das System statisch bestimmt ist. Wenn wir einen Wert für n größer 0 erhalten, dann ist das System statisch unbestimmt. Und wenn wir einen Wert für n kleiner 0 erhalten, dann ist das System statisch überbestimmt, also kinematisch. Das heißt, das System kann sich verschieben. Kommen wir nun noch zur Erklärung von den Lagern. Als erstes Lager hätten wir dann eine Einspannung. Eine Einspannung kann Momente aufnehmen, Querkräfte und Normalkräfte. Die Lagerbedingungen für eine Einspannung betragen damit a gleich 3. Dann gibt es noch ein Festlager. Das Festlager kann Querkräfte und Normalkräfte aufnehmen. Und die Lagerbedingungen betragen damit a gleich 2. Zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zum Loslager. Das Loslager kann entweder Normalkräfte oder Querkräfte aufnehmen und hat damit eine Lagerbedingung von a gleich 1. Und damit wechseln wir auch schon zu einigen Beispielen auf die Zeicheneinheit. So, in der Zeicheneinheit angekommen, was ich vielleicht noch kurz dazu sagen sollte, wenn wir uns jetzt noch Gelenke anschauen, da gibt es drei verschiedene Arten. Wir haben einmal ein Momentengelenk, das wird so dargestellt. Dann gibt es ein Querkraftgelenk, das wird so dargestellt, und ein Normalkraftgelenk. Das wird so dargestellt. Des Weiteren zeige ich dir jetzt noch kurz die Formel für die Randbedingungen R. R ist gleich S minus 1, das heißt, wir zählen an einem Gelenk die Anzahl der Stäbe und ziehen dann 1 davon ab. Ein kleines Beispiel. Wir hätten jetzt hier drei Stäbe an einem Gelenk und damit eine Nebenbedingung von R ist gleich 3 minus 1 und damit ergibt das 2. Dann kommen wir jetzt zu unserem ersten statischen System. Wäre hier jetzt ein Einfeldträger auf einem Festlager und einem Loslager. Dann rufen wir uns nochmal unsere Gleichung ins Gedächtnis. Das wäre ja n ist gleich a plus 3 mal p minus k minus r. Ich habe das Ganze jetzt mal hier zur besseren Veranschaulichung farbig gemacht. Dabei sind die Auflagerreaktionen rot, die Anzahl der Stäbe P blau und die Anzahl der Knoten K grün. Hier wissen wir ja noch vorher aus der Präsentation, die Auflagerreaktionen für ein Festlager beträgt 2 und für ein Loslager betragen die Auflagerreaktionen 1. Wenn wir jetzt die Anzahl der Stäbe zählen, haben wir ja hier jetzt blau markiert einen Stab. Und dann zählen wir jetzt noch die Knoten, jetzt hier grün markiert, einen Knoten, zweiter Knoten. Kommen wir jetzt noch zum Schluss zu den Nebenbedingungen. Dann hätten wir jetzt hier auf der rechten Seite einen Stab mit einem Gelenk. Das heißt, nach unserer oben dargestellten Formel R ist gleich 1 minus 1 ist gleich 0. Und hier drüben auf der linken Seite ist das ja dasselbe, also ist R auch gleich 0.
Wenn wir jetzt alles in unsere Gleichung einsetzen, hätten wir drei Auflagerreaktionen. Dann hätten wir einen Stab, zwei Knoten und null Nebenbedingungen. Damit ergibt sich dann der Grad der statischen Unbestimmtheit zu 3 plus 3 mal minus 1. Und das ist 3 minus 3 und das wäre 0. Damit ergibt sich dann, dass unser System statisch bestimmt ist. Kommen wir jetzt schnell noch zu einem zweiten System. Das ist jetzt wieder ein Einfeldträger, aber der hat links ein Festlager und rechts ein Festlager. Ich mache das Ganze jetzt hier mal ein bisschen schneller. Die Knoten und Stäbe bleiben ja gleich. Nur die Auflagerreaktionen ändern sich. Damit ergibt sich dann n ist gleich 4 plus 3 mal 1 minus 2 minus 0. Und das Ganze wäre dann 4 minus 3 und das ergibt 1. Damit ist unser System durch die Änderung des Loslagers in ein Festlager jetzt statisch unbestimmt. Nun als drittes jetzt noch ändern wir hier bei dem System nochmal die Lager. Haben wir zwei Loslager. Und damit bestimmen wir jetzt auch wieder den Grad der statischen Bestimmtheit. Das wäre ja jetzt hier mit zwei Loslagern 2 minus 3. Und das ergibt minus 1. Und damit wäre unser System kinematisch. Oder auch statisch überbestimmt. Ich will das Ganze jetzt hier auch nicht zu lang werden lassen. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zu unserem letzten System. Zeichne ich mal kurz einen Rahmen. Der Rahmen hat zwei Festlager. Mache das Ganze jetzt hier nochmal farbig. Wir haben ja unten die zwei Festlager, die sind zweiwertig. Zusammen addiert ergibt es dann 4. Dann haben wir hier einen Stab, hier den nächsten Stab und hier den nächsten Stab. Das ergibt dann insgesamt 3 Stäbe. Und dann haben wir noch die Knoten, hier unten einen, hier den nächsten, nochmal einen. Hier den nächsten einen und hier den nächsten einen. Da gibt es 4 Knoten. Jetzt gucken wir uns noch die Nebenbedingungen an. Unten für die Lager haben wir die ja oben schon ausgerechnet einmal. Das war ja R gleich 0. Und hier oben in den biegesteifen Rahmenecken haben wir ja keine Gelenke und haben somit auch keine Nebenbedingungen. Somit sind die Nebenbedingungen 0. Wenn wir uns das Ganze jetzt ausrechnen, erhalten wir für n ist gleich 4 plus 3 mal minus 1 und haben dann n gleich 1. Und somit ist unser System statisch unbestimmt. Falls du noch weitere Fragen zum Thema hast oder dir ein Video über ein bestimmtes Thema wünschst, dann schreib das doch gerne in die Kommentare. Und bei Gelegenheit werde ich gerne darauf eingehen. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann liked doch gerne das Video und abonniert meinen Kanal. Das wär's mit diesem Video. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.